Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute haben wir mal ein Lachssteak. Haben einen schönen Lachs aus Norwegen mit drei schönen Steaks. Dazu brauchen wir Chili, Salz, Pfeffer, eine Zitrone, die ist natürlich gewaschen, etwas Olivenöl und einen Pinsel und eine Reibe für die Zitronenschale nachher zum Würzen. Beginnen wir mal. Und natürlich ein scharfes Messer ist von Vorteil. Jetzt tun wir mal unseren Lachs mit dem Olivenöl einbinseln. Was ich noch sagen wollte, ich habe hier ein Palmblatt, einen Teller. Einfach, dass mein Fischgeschmack nicht so auf dieses tolle Olivenholzbrett geht. So, jetzt tun wir unseren Lachs schön damit bestreichen. Den drehen wir jetzt auch. Da haben wir die Haut natürlich jetzt mal dran gelassen und haben auch die Schuppen sind noch dran. Tun wir als allererstes auf der Schuppenseite angrillen. So, das reicht soweit, an der Seite noch leicht. Perfekt. Kurz die Hände sauber. Unseren Grillrost, den müssen wir natürlich schauen, dass er hundertprozentig sauber ist. Jetzt nehmen wir unseren Lachs, nehmen jetzt heute mal die Hände da dazu und legen ihn genauso wie das Fleisch auf 10 Uhr auf, schön. Und schließen das Ganze, geben noch ein bisschen mehr Gas. Und sehen uns gleich beim Drehen. 250, er soll mindestens 250 sein, 260, 270 sind besser. Einfach weil er sich dann viel leichter löst vom Gussrost. Schauen wir schon mal. Jawohl, das klappt. Genauso soll es sein. Natürlich eine coole Zange wäre auch gut dabei. Die können wir stehen lassen. Ungefähr eine Minute auf der Hautseite. Mehr Flamme hier, dass er auf jeden Fall die Temperatur hält oder ein bisschen nach oben geht sogar noch. Der geht natürlich runter, der Thermometer, wenn man ihn auf hat, aber auf dem Grillrost haben wir auf jeden Fall die 250 noch. So, noch kurz warten, ungefähr noch 25 Sekunden. Die Zeit ist jetzt um. Jetzt schauen wir nach. Oh, er hat schon leicht Farbe angenommen. Drehen wir auf die Fleischseite. Herrlich. Genauso wie die Steaks, die 10 Uhr und 14 Uhr Technik. Sehr schönes Branding. Auf der Hautseite brauchen wir nicht so lang, ungefähr eine Minute nur. Und dann drehen wir auf die andere, auf 14 Uhr. Jetzt sind wir auf 10 Uhr, 14 Uhr, 12 Uhr. Machen wir zu, einfach, dass er ein bisschen mehr Temperatur bekommt. Wir möchten ihn schön glasig auf jeden Fall in der Mitte, auf keinen Fall durch. So, jetzt schauen wir nach. Mit dem Branding. Ah, schaut gut aus. Den stellen wir einfach nur auf. Wenn wir die Seiten auch ein bisschen angrillen möchten. Herrlichst schaut's aus, ne? Das machen wir nur kurz die Seite. Diese auch. Haha. Ha. Das schaut richtig cool aus. Also ganz wichtig beim Fisch, absolut sauberer Grillrost, etwas ölen oder mit dem Trennfettspray, je nachdem wie ihr das machen möchtet. Und jetzt ist es schon soweit, war da noch eine Sekunde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt legen wir auf 14 Uhr auf.
Auf der Hautseite können wir wirklich 1,5 Minuten lassen. Das Stück ist drüber weg. Das ist für einen Kameramann. Oder für einen, ich bin ja nicht der Kameramann. Das ist total verwechselt jetzt. Herrlich schaut das aus. Ah, da kann man, am liebsten will ich jetzt schon drehen, aber das darf man natürlich nicht. Wir müssen noch ein bisschen warten. Machen wir noch mal kurz zu. Einfach, dass er auch innen etwas wärmer wird, der Fisch. Das muss sein. So, jetzt geht's weiter hier. Jetzt drehen wir einfach mal auf die Seite. Wie schaut's aus, unser Branding unten? Sehr schön. Können einfach immer weiter klappen. Das reicht wahrscheinlich gleich schon. Wupp. 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 Wirklich, dauert nur kurz, so ungefähr insgesamt 6-7 Minuten. Dann ist unser Lachssteak schon perfekt. Herrlich, herrlichst, 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 herrlichst. Machen wir aus, alle Brenner aus. Volle Energie noch. Legen wir es ganz kurz noch hoch. Für ca. 3 Minuten bei 200 Grad. Und brauchen keinen Thermometer, 3 Minuten. 200 Grad haben wir da, ist das Teil perfekt. 3 Minuten sind um. Hoho, ich freue mich. Schaut euch mal das Lächslein an. Herrlich. So. So ein Lachs kann man natürlich hammermäßig würzen, auch in Sojasauce einlegen und mit Honig bestreichen und weiß der Herr was. Für mich soll ein Lachs nach Lachs schmecken. Da kommt ganz klar ein Salz drauf. Frisch gemahlen, versteht sich, ganz wichtig, frisch gemahlenes Himalaya-Salz. Ganz wichtig. Also der frisch gemahlene Pfeffer ist natürlich wichtiger. Bisschen Chili für die Schärfe. Und dann tun wir ein bisschen Zitronenabrieb drauf. So, jetzt probieren wir mal das Ganze. Schaut euch das an. Schön glasig, so muss es sein. Die Haut ist auch schön knusprig. Probiert's mal. Hammer ist leicht untertrieben, Butter auch, geht schon ans Olivenöl hin, also kaum mehr zu kauen. Hammermäßiger Geschmack, die Zitrone verleiht dem Ganzen noch etwas Frische, der Chili ein wenig was Schärfe. Viel Spaß beim Nachgrillen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler. Das Palmblatt verlinke ich unten, wenn euch Interesse habt daran, an den Tellern. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Zeidler.